Premiere für einen schnellen Deutschen in Großbritannien. Am frühen Morgen des 19. Oktober 2010 um 3.07 Uhr Ortszeit, also kurz nach 4 deutscher Zeit, rollt der erste IC3 allerdings höchst gemächlich in den Londoner Bahnhof St. Pancras International ein, als wolle er diesen historischen Auftritt genießen. Die Präsentation des deutschen Hochgeschwindigkeitszuges in der britischen Hauptstadt schlägt ein weiteres Kapitel in der Entwicklung des europäischen Schienenverkehrs auf. Wir sind begeistert, denn das bringt uns neue Fahrziele wie etwa Amsterdam, Genf, Rotterdam. Das sind viele neue Orte, die man von St. Pancras International aus erreichen kann. Und dann der Service, den die Deutsche Bahn bietet. Wir haben eine sehr pünktliche Bahn und wir wissen, die deutschen Standards sind ähnlich. Das ergänzt sich. Der Zug ist ausgezeichnet, genauso die Ausstattung. Die Briten werden entzückt sein, wenn sie damit fahren. Bereits am 13. Oktober hatte der ICE3 eine erste Testfahrt im Eurotunnel absolviert. Mit 30 km/h fuhr er vorschriftsmäßig in die Verbindung unter dem Ärmelkanal. An Bord zahlreiche Techniker der DB und des Tunnelbetreibers Eurotunnel. Am Wochenende darauf dann eine weitere Maßnahme im Rahmen des aufwendigen Zulassungsverfahrens. Gleich zweimal wurde die Evakuierung von rund 300 Passagieren simuliert. Auch diese Tests verliefen erfolgreich. Weitere Zulassungsschritte sollen in den kommenden Monaten folgen, um den strengen Sicherheitsauflagen im Tunnel zu genügen. Das sind wichtige Stationen auf dem Weg zum regelmäßigen Linienverkehr zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien. Ab dem Jahr 2013 will die Deutsche Bahn täglich 3 Zugpaare zwischen Frankfurt und London über Köln, Brüssel und Lille fahren lassen. Außerdem sind Verbindungen von Amsterdam über Rotterdam und Brüssel nach London vorgesehen. An diesen Plänen lässt DB-Chef Dr. Rüdiger Grube bei der offiziellen Präsentation des Konzernflaggschiffs am Nachmittag in London keinen Zweifel. Die Verbindung ist uns sehr wichtig, denn es zeigen die Beispiele, zum Beispiel Stuttgart-Paris, dass wir in einer relativ kurzen Zeit bisher 4 Millionen Passagiere transportiert haben. Wir haben im Vergleich zum Flugzeug heute schon einen Marktanteil von 60%. Oder nehmen Sie die Strecke von Frankfurt, Saarbrücken, Paris. Auch dort haben wir über 30% Marktanteil. Unsere Marktanalysen haben ergeben, dass wir jährlich 1,1 Millionen Passagiere aus dem Bereich Frankfurt, Köln nach London transportieren können. Und das ist ein so großes Marktvolumen, das wollen und können wir nicht einfach links liegen lassen. Und Sie wissen, eine moderne Mobilität endet heute nicht mehr an nationalen Grenzen, sondern der Kunde will nicht an der Grenze umsteigen, sondern er will wirklich von City zu City fahren. Und ich glaube, das können wir Ihnen hier wirklich in der Zukunft hervorragend zu hochattraktiven Preisen auch anbieten. Das ist in der Tat ein historischer Moment heute für beide Länder, aber darüber hinaus natürlich auch für den Eisenbahnverkehr in Europa. Das britische Königreich rückt damit viel näher an den Kontinent heran, wie die Engländer das selber immer bezeichnen, in wenigen Stunden von Frankfurt nach London. Das ist großartig. Theresa Villiers, Staatssekretärin im britischen Verkehrsministerium, zeigt sich beeindruckt vom deutschen Paradeschnellzug. Ich setze mich seit langem dafür ein, dass die Reisenden vom Flugzeug in den Zug wechseln. Diese Verbindungen sind eine attraktive Alternative zu Kurzstreckenflügen. Das hat sich schon in vielen Teilen Europas gezeigt, wo die Hochgeschwindigkeitsrevolution auf der Schiene bereits stattgefunden hat. Unsere Regierung unterstützt den Hochgeschwindigkeitsverkehr als eine effektive, effiziente und nachhaltige Form des Langstreckenverkehrs zwischen den Städten im 21. Jahrhundert. Einen neugierigen Blick werfen an diesem Nachmittag auch zahlreiche britische Besucher auf den weiß-roten deutschen Schienenflitzer. Bislang kannten sie hier nur die gelb lackierten Eurostars. Die Journalisten hat der ICE3 überzeugt. Ein wirklich außergewöhnlicher Zug, die kommende Generation im Hochgeschwindigkeitsverkehr. Im Vergleich zum Eurostar ist er 15 Jahre jünger. Er sieht toll aus, er hat viel mehr Platz und ist sehr komfortabel. Und was mich besonders beeindruckt, sie servieren 4 Menüs. Das ist schon ein historisches Ereignis. Wir haben in Großbritannien noch nie einen deutschen Zug gesehen. Ich habe mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt und bin vertraut mit der Deutschen Bahn, aber es ist schon sehr spannend, einen deutschen Zug in seiner Heimatstadt zu erleben. Ein fahrplanmäßiger Gast des Bahnhofs St. Pancras International wird der ICE zwar erst demnächst sein, aber mit seinem Premierenauftritt in der Londoner City hat der deutsche Hochgeschwindigkeitszug schon jetzt überzeugt.
Welcome to Britain.